Und wie kommt deine Streamers-Karriere voran? Machst du immer noch was? Ja, ich habe mich ja sehr spezialisiert auf Bloons. Also da schießt man mit Affen, die so verschiedene Skills haben, auf Ballons. Und wenn die Ballons es schaffen, so einen Parcours lang zu fliegen, dann hat man verloren. Also mir macht es sehr viel Spaß. Publikum, die Zahlen sagen, dass vielleicht dem Publikum Bloons nicht so viel Spaß macht wie mir. Aber es ist ja auch wichtig, ist ja auch wichtig, dass ich Freude habe, finde ich. Ich glaube, du hast es tatsächlich verdient, ein bisschen Freude zu haben. Also, ich denke auch. Wenn ich von einem nicht viel habe im Leben, dann Freude. Dann hier, gebt mir noch ein paar Ballons zum kaputt machen. Ansonsten weiß ich nicht. Also, wenn wir hier so die Schachshows haben, ich habe häufig das Problem, oder was heißt das Problem? Aber nachdem wir 5 Stunden Schach kommentiert haben, dass ich dann nicht so in der Stimmung bin, mir zu sagen, ey, jetzt will ich noch mal 3 Stunden blitzen oder noch mal 3 Stunden zusammenfassen, was bei der Champions Chess Tour passiert ist. Also bei mir droht so ein bisschen diese Schachübersättigung manchmal. Geht's dir auch so oder könntest du immer Schach spielen? Nein, nicht immer, nein. Nein. Nee, bei mir ist es interessant. Ja, zum Beispiel sowas, was wir jetzt machen, das mache ich sehr gerne. Aber bei mir zeigt sich die Übersättigung in dem, dass wenn ich zum Beispiel, ich war ja jetzt 30 Tage in Taschkent und zum Beispiel im Weltpokal wurden, ich weiß nicht, wie viele Partien gespielt, so gefühlt ein paar Tausend, ja. Von klassischen Partien und Schnellschachpartien, Blitzpartien, was weiß ich. Und ich habe von denen vielleicht drei gesehen. Ja? Also ich spüre keinen Drang, Schach online zu verfolgen. Ne? Das mache ich einfach nicht. Und von Thinkific Cup habe ich auch wahrscheinlich so zwei Partien gesehen. Ja, Nicht die immerhin. volle Länge. Nee, aber ich weiß. Weiß, wie du meinst. Spielst du online Blitzschach, also in deiner Freizeit, wenn du es nicht? Nein. Ich habe das früher gern gemacht, aber ich bin dann immer noch verärgert, ja, wenn ich dann mit Cheaters zu tun habe, ja, und mit denen hat man öfter zu tun. Macht mich auch wahnsinnig. Ja. Also das versaut mir immer auch sofort. Ich spiele, wenn, eigentlich nur im Stream, versaut mir immer sofort die Laune, wenn man es mit irgendeinem Cheater zu tun bekommt. Aber auch sonst, ich überlege, war natürlich eine andere Zeit. Aber früher habe ich wirklich nachts 6 Stunden geblitzt, immer auf Leistung und war so motiviert, wieder mehr Schach zu spielen. Die Zeiten sind vorbei. Das ist wahrscheinlich normal, ne? Ja, ich glaube, das ist normal, Circle of ja. Life. Ja, was ich wirklich gerne mache, ist die analytische Arbeit. Die mache ich auch gerne, ja. Ja, wenn ich Zeit habe, ja, wenn ich mir eine Eröffnung anschauen kann, in Ruhe, ja. Also nicht eine Stunde vor der Partie, aber einfach in Ruhe. Und ich hoffe, dass mir diese Ruhe wieder mal gegönnt wird, ja. Es ist da auch nicht klar, ja, wo die Engines so stark werden. Die Frage ist, ob die Top-Spieler zum Beispiel weiterhin Sekundanten brauchen werden. Ja? Naja, die Arbeit wird ja nicht weniger, ne? Du musst ja immer noch in vielen Feldern informiert sein. Du musst, glaube ich, auch flexibler sein denn je, weil sie so viele Partien spielen hier mit dem ganzen Online World Cup 1000 Turnieren. Ich frage mich, ob die Sekundanten vielleicht andere Leute sein werden, weil du vielleicht nicht mehr so viel Skills brauchst, zu entscheiden, das ist gut, das ist schlecht, weil das sagt dir der Computer, sondern du brauchst mehr Skills im Organisieren von Dateien vielleicht, das mundgerecht verarbeiten und so weiter, die Informationen zuführen. Ich weiß nicht, ob sich die Branche da ein bisschen ändern wird, aber es ist ja eh eine sehr, sehr kleine Branche, dieses Sekundantentum. Ne? Also, aber es klingt so, als hättest du da auch wieder Lust zu arbeiten. Also es ist ja gestern gesagt, du willst nicht mehr so viel in der Weltgeschichte rumreisen, aber dieses analytische Arbeiten, das macht dir schon auch Spaß. Die mag ich einfach, ja. Also die Eröffnungen mir anschauen und neue Ideen finden. Das habe ich immer auch gut gemacht, ja. So 2008 mit Wische habe ich verstanden, das ist eigentlich was für mich. Da habe ich ja auch sehr viel Geduld, ja. Ich kann mir eine Variante so 3 Tage anschauen, ohne irgendwas gefunden zu haben. Na, irgendwann mal passiert irgendwas, ja.
2018 habe ich irgendwann mal 2 Monate damit verbracht, um weiße Ideen in Berlin zu finden. Dann ist das natürlich nicht so spannend, ja, aber sonst, ja, sonst ich liebe diese Arbeit. Ja. Das war auch mein Problem, ja, dass meine Arbeit dann vielmehr das Reisen war und Tee machen und Frühstück kochen und das alles, ja, und viel weniger das, was die eigentlich sein sollte, ja, viel weniger die Vorbereitung. Das Frühstück kochen? Ihr seid doch immer hier in 6-Sterne-Hotels. Nein, überhaupt nicht. Frühstücksbuffets bei Ihnen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Omelette ich gemacht habe, ja. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also 2018, 2018, als wir unterwegs waren mit all den Jungs, ja, also mit Alejandro und Christian und Daniel Dominguez und Fabi, und da kann ja keiner vernünftig kochen, da ist keiner organisiert genug, um zu kochen. Ja. Da habe ich dann, ich weiß nicht, 5 Omelettes pro Tag gemacht und dann noch abends was gekocht manchmal. Ich war teilweise ja, der Fahrer, der Koch, der Manager, der Trainer, Trainings-Sparring-Partner, also ich hatte schon viele Beschäftigungen. Okay, hier. Chat sagt, Frühstück von Rustam wäre mein Traum. Also vielleicht ist da noch ein Geschäftsmodell drin. Oder hier, mehr Mehrschachspieler bringen ja auch Köche mit zu großen Turnieren. Aber nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist vielleicht auch dann dein Fluch, dass du zu normal bist noch für einen Schachspieler, dass du auch so diese Real-Life-Tasks machen kannst. Und dadurch wärst du dann dazu verdammt. Ja, das stimmt. Ja, nee, dass ich fand mich auch öfter als Fahrer beschäftigt, weil sehr viele Schachspieler kein Auto fahren können oder wollen. Ja. Und, also, wir fassen zusammen. Du willst weniger reisen, weniger kochen müssen, weniger Leute rumfahren, aber Eröffnung, Ideen finden, gut, solange es nicht Berliner Mauer ist. Genau, ja, so, genau so ist es. Und ich will tatsächlich irgendwann mal vielleicht Kunden haben, die das auch schätzen, ja, dass eine die Eröffnungen anschaut und Ideen findet. Weil irgendwann mal in den letzten paar Jahren, ich hatte öfter das Gefühl, dass ich ja, wegen Tee und Omelette da war, ja, und viel weniger für die eigentliche Eröffnungsarbeit. Ja. Ist das so? Also ich weiß nicht, wie es im Innenverhältnis ist, aber nach außen wissen die Leute doch schon auch, ja, was für Ideen du gefunden hast. Ja, ich hatte nicht immer den Eindruck, ja.